Sassold, let's play. Ein weiteres herzlich willkommen zu Gauntlet. Ich würde gerne erstmal alle Charaktere so ein bisschen mehr ausprobieren als nur so ein Stückchen. Ich weiß auch nicht, ob die Story für jeden gleich zählt. Das sehen wir dann. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal den Bogenschützen benutzen, weil, wie ihr eigentlich wisst, ich mag Bogenschützen. Und wir versuchen das einfach mal. Ich will erstmal hier kurz in den Shop schauen. Und da sehen wir schon ein paar Relikte. Ausstattung. Cool. Cool. Maske der eisernen Truppe. Unfair. Besitz. Ach, den Bogen habe ich freigeschaltet. Den nehmen wir auch gleich. Und rüsten diesen aus. So, der kostet wie viel? Wo stand das? Ach da. 12.000. Und normal. Hä? Ich hab doch normal. Na gut. Dann würde ich sagen, geht's ein weiteres Mal los. Der Krieger kann Raserei nutzen, um sich den Monsterhorden, um sich durch Monsterhorden durchzuschlagen. Mal sehen, ob du dich gegen die Macht der Toten behauptest. Wir sind also wieder. Haben diesen Ort gebaut, um hier abzuhängen, wenn sie tot sind? Das kapiere ich nicht. Ach, warte, sie sind ja untot. Oh, das ergibt mehr Sinn. Ha, 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 ha. Okay. Der macht genauso schlechte Witze wie ich. So, was haben wir denn hier alles? Ich habe, glaube ich, gerade diese Flasche zerstört. Tut mir leid, wenn es ein bisschen laggt. Ich weiß selber nicht warum. Ich habe die Arbeitsspeicher mal ein bisschen runtergesetzt, damit es nicht immer zwischendurch erst die Videos cuttet und dann hängen bleibt. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Das sehen wir dann. Auf jeden Fall töten wir jetzt ein paar Skelette, Mumien. Voll weggeschnetzelt. Alle tot. Wunderbar. Dann machen wir noch den ganzen unnützen Krams hier kaputt, wie wir es davor auch gemacht hatten. Ich hoffe mal, dass wir diesmal ein bisschen weiterkommen. Und wenn nicht, dann nehmen wir einfach das nächste Mal einen anderen Charakter, beispielsweise den Krieger. Das war wirklich lecker. Und versuchen wir uns dann mal mit dem. Da unten, das ist doch ein Bossraum, oder? Irgendwie nach einem Bossraum aus. Kriegen wir noch aus. Das ist auf jeden Fall eine Krone. Ich würde da gerne hin. Aber ich kann nicht. Ich kann nicht mal rüberspringen. Er ist schön getötet. Jetzt spielt sich das ein bisschen interessant mit den, mit der Maus. Quasi wie in Alien Swarm, wer das geguckt hat. Falls das überhaupt jemand geguckt hat. Ich meine, ich selbst guck's nicht mehr. Das kennen wir jetzt hier alles schon. Das ist jetzt ein bisschen... Ach, genau, das kenne ich nicht mehr. Das habe ich schon fast vergessen. Voll weggeschnippert. Bombe! Der Bogenschütze macht halt nicht viel Schaden, gell? Aua. Oh, das sind viele. Oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, oh. Das wird nicht gut gehen. Wenn es so weitergeht, geht das nicht so awesome von der... von Stadten. Und ich baue mir dahin. Weggeschnabbert. Man kann nur mit Rechtsklick dem Dingens hier Schaden zufügen. Und mit der Bombe. Die anderen prallen nur ab. Ist nicht so cool.
Deswegen würde ich doch, glaube ich, sagen, wir spielen mit dem Krieger, wenn es soweit ist. Weil der sieht mir ein bisschen schwieriger aus, der Bogenschütze. Das ist dann halt so ein Charakter, den du im Multiplayer benutzt. Was ja eigentlich auch ein Koop-Spiel ist, aber... Na gut. Vielleicht finde ich nochmal jemanden, den ich... Der auch Zeit hat mit mir. Möglicherweise ein Let's Play zu machen. Und dieses Spiel hat natürlich. Schlüssel gefunden. So, was gibt's denn hier alles schön? Viele, viele Sachen, die man zerstören kann. Das macht zu viel Spaß, diese ganzen Sachen zu zerstören. So, jetzt springen wir. F, F war die Springtaste. Wegschnabbern. .360 No Scope erinnert mich gerade daran. Komm, leg die Bombe dahin und... Oh, das sind zu viele. Das sind ein bisschen sehr viele Leute. Oh, das kriegt man hin. Wunderbar. Präzisionsschlag. Was auch immer das zu bedeuten hat, würde ich gerne wissen. Das heißt dann wahrscheinlich, dass wir viele, viele Gegner mit einem Schuss oder sonst sowas zerstört haben. Zerstört ist ein tolles Wort. Da ist noch eine Kiste. Die müssen wir natürlich kaputt machen. So, hier ist wieder die Tür, wo man durch kann, obwohl sie zu ist. Ach so. Ich vergesse das immer wieder, dass ich da nicht so angreifen kann. Das ist gar nicht so cool. So. Bisschen drauf snappern. Ach, ich sehe auch gerade, glaube ich. Ich habe zwei Fähigkeiten. Wenn ich meinen Pfeil spanne, dann kann ich mit der Leertaste so einen Ulti-Pfeil holen, der durchdringt wahrscheinlich die Gegner. Sieht so aus. Ja, ist ein Durchdringungspfeil. Oh mein Gott. Und ich sehe auch hier was, was ich das letzte Mal nicht gesehen habe. Werden wir gleich mal reinschnuppern. Ja, einer ist gleich kaputt. Das sind viel zu viele. So, der müsste zerstört sein. Wunderbar. Da kommen wir noch nicht rein. Der ist tot. Das ist ein Explosionsfall, wie cool. Da muss ich kurz was probieren. Nee, das passiert nicht. Na gut. Muss ich mal hier was probieren? Nein, da passiert noch nichts. Schade. Ach ja, jetzt verstehe ich gerade. Wenn ich den spann und dann die Bombe dran hänge, klar. Wunderbar. So. Das hier habe ich das letzte Mal nicht gesehen, dass man hier rein kann. Jetzt sehen wir es. Und hier ist ein Trank, wo ich nicht weiß, wofür die gut sind. Wir haben schon einen, aber ich habe keine Ahnung. So. Dann tun wir das dahin, holen uns die Schlüssel daraus. Da liegt noch Gold. Okay. Hühnchen. Ich mag Hühnchen. Das wird ganz schön... Doch, das wird ein bisschen heftiger
Vor allem, weil ich die Steuerung gerade nicht so ganz im Kopf habe. Und ich das Essen nicht zerschießen wollte. Hätte ich zwar tun können, aber... Nein! Ich wollte nochmal zurück. Verdammt. Ich hoffe mal, die Tür geht wieder auf, weil da oben ist noch ein Riss in der Wand. Darauf muss ich achten. Darauf muss ich echt achten. Bombe. So, der ist weg. Schön den Kopf geballert. So, und jetzt erstmal 360 No Scope. 360 No Scope. 360 No Scope. Fuck. 360 No Scope. Bam. Aua. Das war nicht geplant. Der ist kaputt. Aua. Ich bin noch voll dabei. Bin voll dabei. Der ist zerstört. Okay, jetzt gehe ich nochmal kurz zurück, wenn das geht. Ja, geht. Wunderbar. Tja. Macht er. So, wir nehmen mal dieses Fass hier mit. Und stellen es genau hier ab. Feuer. Kablamo. Was ist hier drin? Oh. Viele Tränke. Sind fünf Tränke, wo ich immer noch nicht weiß, wofür sie gut sind. Das würde ich gerne wissen. Sind es Potions? Sekunde. Steuerungsüberblick. Relikt aktivieren, Ausweichrolle, Bombe, Emote, Scharfschuss. Hm. Hey, das war nett. Wuhu. Oho. Ich muss weg. Ich bräuchte mal Hilfe. Okay, man kann Emotes machen. Wow. Tausend Dank. Cool. Erleichtert auf jeden Fall das Spielgeschehen. Also, wenn man Freunde hätte, die ich nicht habe. Jetzt kommt schon wieder so ein Dingens. Tower. Aua. Ich hab das Gefühl, da war gerade so ein Boss gegen. Voll durchgeballert. So, der ist zerstört. Da ballern wir erstmal so kurz rein. Weil es funktioniert. Wenigstens visiert er automatisch an. Das alles nochmal ein bisschen einfacher macht. Schön die Bombe reingesemmelt. Oh, und reingedrückt. Richtig gut. Wir brauchen einen goldenen Schlüssel, um da oben lang zu kommen. Habe ich das letzte Mal aufgenommen? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich es nicht getan habe. Wir sind da doch einfach weiter. Getroffen. Na gut. Dann machen wir das gleich. Ja, wir sind da einfach weiter. Schnell hier hoch. Ein bisschen Leute aufschlitzen hier. Ein bisschen eine Bombe legen. Das 360. Der ist tot. Da ist der Kopf geplatzt. Ist natürlich ganz normal. Wenn ein Kopf platzt. So, ich zerstöre mal hier ein bisschen das Essen, weil ich es gerade eh nicht brauche. Verdammt, jetzt habe ich es gegessen. Trank voll. Wie funktioniert denn ein Trank? Nicht so. Damit sieht man auf jeden Fall, wo man ist gerade. Okay. Trank. Trank. Das war die Bombe. Jetzt habe ich den Trank zerstört. Der Elf demonstriert seine überragenden Fähigkeiten als Schütze und trifft das Essen. Wie macht man einen Trank? Trank, 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 kein Trank. Na gut. Vielleicht nimmt er die automatisch, was ich nicht denke.
Schön reingesammelt. Schön den Tower noch ein bisschen malträtiert. Mitten ins Schwarze. So sieht's aus, mein Freund. So sieht's aus. Interessant, sehr, sehr viele Gegner. Da komme ich nicht rüber. Der wurde verwandelt gerade. Haben genau gesehen. Von diesen bösen, bösen Leuten. Die sich Schamanen oder Hohepriester oder was weiß ich nennen. Schon reingesammelt wieder. Bisschen rumgesniped hier gerade. Und jetzt ist er kaputt. Wunderbar. Bam. Ich mag die Animation. Von den sterbenden Kreaturen. Ja. Ich mag sterbende Kreaturen. Hier sind wieder sehr, sehr viele. Es ist nicht so schön, wenn hier zu viele Leute sind. Mal wegsnappern. Kann man das überhaupt Sniper nennen? Ich weiß es nicht, ob man es Sniper nennen kann. Ich würde es eigentlich ungern Sniper nennen, aber... Na gut. Wir sind halt ein Sniper-Elf. Das sieht mir irgendwie nicht normal aus und da sehe ich gerade einen Gegner. Dieser Stein hat doch hier irgendeine Bedeutung. Das ist doch nicht nur ein Stein. Das ist doch Neuenstein. Das werden wir nicht herausfinden. Leider. Da ist die Krone. Die setzen wir gleich auf. Dann sind wir König. Den Namen vergessen. Questor? Ich glaube, er hieß Questor. Oder hieß er Quintor? Der Elf hat auf jeden Fall einen Namen, wie jeder andere auch. Die Walküre hatte auch einen Namen. Ich habe mir aber den Namen nicht gemerkt, weil ich eh schlecht im Namen merken bin. Und wir springen da jetzt rein. Level abgeschlossen. Questor. Wusste ich doch. Krönender Bonus. Okay. Fortfahren, würde ich sagen. Wie das Glück es will. 6% Chance, Gold in zerstörten Objekten zu finden. Präzisionsschlag. Töte 50 Monster mit Bombe oder Scharfschuss. Zerre Essen im Wert von insgesamt 1000 Gesundheit. Zerstöre 1200 Objekte. Wunderbar.